Spotify ist die mit Abstand erfolgreichste Streaming-Plattform in Deutschland und ziemlich wahrscheinlich nutzt du sie auch. Stimmt's? Hast du dich schon mal gefragt, wie Playlists wie zum Beispiel dein Mix der Woche auf Spotify zustande kommen oder was die Plattform sonst so über dich weiß? Dann bist du in diesem Video genau richtig. Spotify ist ziemlich wichtig und zwar nicht nur für Nutzerinnen und Nutzer, die da gerne Musik hören, sondern auch für Werbetreibende und auch für Musikerinnen und Musiker. Denn die verdienen mittlerweile mit am meisten Geld auf Musikstreaming-Diensten. Spotify ist in Deutschland der wichtigste Dienst mit den meisten Nutzerinnen und Nutzern und etwa die Hälfte der Personen haben einen Premium-Account, das heißt zahlen für die Inhalte. Wer auf Spotify nicht bezahlt und kostenlos nutzt, muss sich dafür eben Werbung anhören. Diese Werbung passt nicht gerade zufällig immer zu den eigenen Interessen, sondern eben deshalb, weil Spotify auch Daten erhebt. Übrigens auch von allen, die einen Premium-Account haben. Welche Daten das sind, schauen wir uns jetzt mal an. So ziemlich alles, was du in der App Spotify machst, wird genauestens getrackt. Das heißt, welchen Song hörst du wann, wie oft und wie lange, welche Songs likest du, welche Künstlerinnen und Künstler checkst du aus, welche Songs verschickst du vielleicht sogar an Freundinnen und Freunde. Außerdem trackt Spotify natürlich, welche Musik du gar nicht magst, zum Beispiel, weil du sie schnell weiterklickst. Aus diesen Daten stellt Spotify einige Infos über dich zusammen und die wiederum sind ganz interessant für Werbetreibende. Warum? Du hörst plötzlich nur noch Liebesschnulzen und die Playlist After Breakup rauf und runter, na dann bist du vermutlich zumindest seit kurzem Single. Für Spotify heißt das, vielleicht mal eine Dating-App-Werbung für dich einspielen? Aber auch für die individualisierten Playlists, wie zum Beispiel dein Mix der Woche, deine Mixtapes oder dein Release-Radar, sind diese Daten, die über dich gesammelt werden, wichtig. Schließlich soll die Musik wirklich zu dir passen. Spotify wendet dazu aber noch eine andere Technik an. Spotify analysiert ganz strategisch Artikel über Musikerinnen und Musiker aus dem Netz. So finden sie heraus, wie die Musik vielleicht klingt und wem sie gefallen könnte. Darüber hinaus analysiert Spotify auch ganz genau den Musikgeschmack von Leuten, die dir irgendwie ähneln könnten. Wenn Person A auf ihren Lieblingssongs 20 Songs hat, die Person B auch auf den Lieblingssongs hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die 5 Songs, die Person B auch noch in den Lieblingssongs hat, auch Person A gefallen könnten. Spotify schlägt sie Person A dann vor. Außerdem kann Spotify natürlich den Aufbau von Songs genau analysieren und sich zum Beispiel anschauen, wie ist der Beat, ist der Song eher euphorisch, theatralisch oder doch eher ruhiger und zum Nebenherhören geeignet. All das wird in Betracht gezogen, wenn Spotify Musik auf deinen Geschmack zuschneidet. Ziemlich krass, oder? Das Ganze kannst du aber natürlich auch für dich nutzen. Wenn du deine personalisierten Playlists auf Spotify perfektionieren willst, dann gib Spotify einfach mehr Futter. Das heißt, like Songs, die dir gefallen und skippe Songs, bei denen du gleich merkst, dass sie nicht so dein Ding sind. Außerdem kannst du Künstlerinnen und Künstlern folgen, die dir gefallen oder Songs, die du gut findest, in Playlists packen. Je mehr ganz klare Kommunikation du so mit Spotify betreibst, desto besser wird die Musik auf Spotify genau auf deinen Geschmack zugeschnitten. Außerdem kannst du so auch Musikerinnen und Musiker unterstützen, die du gut findest. Denn das geht so. Jeder Song, von dem mehr als 30 Sekunden wiedergegeben werden, zählt als abgespielt. Und pro abgespielten Song verdienen die Künstlerinnen und Künstler daran. Je öfter ein Song also wiedergegeben wird, desto mehr Geld kommt zusammen. Logisch, oder? Die Streams haben übrigens auch Einfluss auf die Chartplatzierung eines Songs und zeigen Spotify, wie relevant der Song aktuell ist. Wenn Spotify erkennt, dass der Song gerade sehr relevant ist, dann packt Spotify den Song nämlich vielleicht auf große Playlists und die werden oft von vielen tausend Menschen abonniert. Hier hat der Song also eine große Chance, wirklich zum Erfolg zu werden. Dazu gibt es aber mehr Infos im nächsten Video über Spotify. Erstmal noch die Info, man kann Stars auch außerhalb von Streamingdiensten wie Spotify unterstützen, zum Beispiel durch den Kauf von Merch, CDs oder vielleicht irgendwann mal auch wieder Konzerttickets. Jetzt habe ich in diesem Video ganz viel darüber gesprochen, was Spotify und übrigens auch andere Musikstreamingdienste alles machen können, damit die Musik perfekt zu den Nutzerinnen und Nutzern passt. Aber nicht nur die Streamingdienste machen das. Tatsächlich passen auch Musikerinnen und Musiker ihre Songs immer mehr an Musikstreamingdienste an. Und dabei geht es auch manchmal ganz schön shady zu. Mehr Infos dazu gibt es im nächsten Video. Das kommt nächste Woche hier auf dem Kanal. Und ich würde sagen, da sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin!